Katholisch 1TV, heute unter anderem mit diesen Themen. Christi Himmelfahrt, ein Hochfest und viele Väter. Katholikentag in Stuttgart, auch das Bistum Augsburg ist vertreten. Und 600 Jahre St. Salvator in Nördlingen, eine Pfarrei feiert ihre wechselvolle Geschichte. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Zu Christi Himmelfahrt lassen sich zwei Dinge sagen. Es gibt das katholische Hochfest, an dem mit festlichen Gottesdiensten an die Himmelfahrt Christi erinnert wird. Bis heute gibt es Kirchen in Bayern, in denen eine Jesusstatue durch ein spezielles Loch über dem Altarraum hochgezogen wird, um diese Himmelfahrt für die Menschen greifbarer zu machen. Und es gibt natürlich an Christi Himmelfahrt auch die Tradition, dass sich Väter zu einem meist recht feuchtfröhlichen Ausflug treffen. Eine wahrscheinlich perfekte Kombination von beidem gibt es in Augsburg. Ich sag's mal salopp: Stadtpfarrei trifft Biergarten. Mit der Musik von Voices of Joy ging der Gottesdienst im Biergarten los und stimmte die Gläubigen auf den Tag ein. Wieder einmal zeigte sich, dass sich eine Messe überall feiern lässt, eben auch in einem Biergarten. Das ist kein Gegensatz, schon gar nicht zu Christi Himmelfahrt, dem Tag, der gleichzeitig auch die Väter in den Mittelpunkt stellt. Umso schöner nach der langen Corona-Pause, dass ein gemeinsames Feiern wieder möglich ist. Pfarrer Helmut Haug hat hier im Biergarten schon ein paar Mal das Band zwischen Christi Himmelfahrt und Vatertag geknüpft und zeigte sich heute in seiner Predigt, in der er von der Schönheit des Lebens sprach, als Optimist. Natürlich bin ich optimistisch, weil die Botschaft, die Jesus uns gegeben hat, ist eine Botschaft des Optimismus. Also sozusagen immer eine Hoffnung, wieder alle Hoffnung und immer Leben, selbst im Tod. Also das ist was, ja, wovon man irgendwo ergriffen sein muss und was wir Pfarrer hoffentlich alle sind, sage ich mal so. Aber nicht nur wir Pfarrer, sondern auch viele, viele, viele andere. Sich die Himmelfahrt Christi real vorzustellen, fällt Menschen im 21. Jahrhundert meist schwer. Aber auch hier gilt es, den Sinn des Festes und des Gedenkens zu verstehen. Eigentlich ist es ein Abschiedsfest. Das heißt, es wird heute das bedacht, dass Jesus nicht mehr so unter den Seinen war, wie sie es gewohnt waren, eben als Mensch zum Anfassen. Und er sagt ja einmal im Johannesevangelium, es ist gut für euch, dass ich gehe. Denn sonst könnte der Geist nicht kommen, der euch sozusagen in alles einführt, was ich euch gesagt habe. Also dieses Abschiedsfest hat sozusagen ja zwei Seiten. Einerseits ist es was Trauriges und Abschied nehmen müssen wir ja auch immer wieder. Und auf der anderen Seite ist aber da ein Geist da, der einen weiterführt und der einen weiter antreibt. Und das ist, glaube ich, heute so der Sinn dieses Festes. Nicht, dass man da jetzt sich vorstellen muss, dass er jetzt da einfach hinaufgefahren ist. Denn wo ist der Himmel? Ist der oben oder der ist ja eigentlich in uns? Beten, Bier und Bollerwagen, das ist an diesem Tag kein Widerspruch. Auch nicht für die Besucher und Besucherinnen. Und für einen Gottesdienst an Christi Himmelfahrt ist das Dach des Himmels ja auch irgendwie passend. Zum Gottesdienst feiern und dann anschließend im Beisammensein. Wir sind zur Messe gekommen. Wir kommen immer, wenn hier eine Messe ist. Also Vatertag ja, Christi Himmelfahrt ja. Aber meine Frau singt im Chor mit, der hier ja mitgewirkt hat. Ergo ist es für mich ein Multivormittag sozusagen. Und da das Wetter mitspielt, prima Geschichte. Dieser amerikanische Einfluss durch dieses Gospel peppt das Ganze wirklich gut auf und hat Spaß gemacht, ja. Eine weitere Tradition schloss sich hier an diesem Tag an die Messe an. Wer seinen Bollerwagen mitgebracht hatte, konnte sich auf eine Kiste Freibier freuen. Irgendwie passend an diesem Tag, an dem wir auch unsere Väter hochleben lassen wollen. 1848 wurde in Mainz der erste Katholikentag veranstaltet. Von Beginn an war das fünftägige Glaubensfest immer auch ein Spiegelbild der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Lage. Der 102. Katholikentag, der von Mittwoch bis heute in Stuttgart stattfand, bot also wieder diese typische Mischung aus bunter Unterhaltung, Mitmachaktionen, Gottesdiensten, aber auch sehr kritischen Podiumsdiskussionen. An heißen Themen mangelt es derzeit gewiss nicht. Wir waren am Donnerstag vor Ort und haben auch den Stand des Bistums Augsburg besucht. Wie lange war der heilige Ulrich Bischof von Augsburg und wen besiegte er auf dem Lechfeld? Nicht-Augsburger müssen da schon etwas länger überlegen. Mit einem digitalen Quiz und dem bevorstehenden Doppeljubiläum des heiligen Ulrich wollte man Aufmerksamkeit erwecken und mit den Katholikentagsbesuchern ins Gespräch kommen. Am Vormittag hatte Bischof Bertram Mayer den Stand des Bistums auf der Kirchenmeile eröffnet.
In einer Zeit, in der so viel diskutiert, auch gestritten wird über Reform der Kirche, sagen wir ganz klar, wir wollen keine Reformation, sondern wir wollen tatsächlich die Kirche von Augsburg wieder in Form bringen. Und zwar in Form bringen durch die Kraft des Evangeliums. Und das war ja auch das Hauptanliegen des Bischofs Ulrich. Wir wollen natürlich immer, dass die Leute, die vielleicht nicht mehr die starke Beziehung zur Kirche haben, dass die sagen, da passiert was, da belebt sich wieder was, wir werden wieder sichtbar, wir sind wieder da. Und wir haben die verschiedensten Themen, wenn man ja sieht, von Stand zu Stand ist irgendein anderes Thema präsent. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart und das Zentralkomitee der Katholiken wollten die katholische Kirche modern und offen präsentieren. Jazz-Trompete und eine akrobatische Performance beim Christi-Himmelfahrt-Gottesdienst auf dem Schlossplatz. Geschmackssache. Schauen, diskutieren, ausprobieren. 1500 Programmpunkte und 500 Stände gaben dazu reichlich Gelegenheit. Fast schon eine Flut an Informationen und Reizen. Ein Überangebot, das Segen und Fluch zugleich sein konnte. Wir haben noch nicht das so richtig gefunden, was wir wollen. Es ist ein bisschen, naja, das ist so eine kontemplative, spirituelle Angebote in diese Richtung. Es ist alles so bunt und ja, so viel, also das so. Da ist es schwierig wie die Nadel im Heuhaufen. Ursprünglich, so generell Katholikentag, habe ich mir ausgeguckt, weil ich war früher viel auf Weltjugendtagen und dann war das vorbei. Jetzt bin ich zu alt und jetzt gehe ich halt zu den Katholikentagen. Ich finde es total schön, die Gemeinschaft zu erleben und auch zu zeigen, dass wir noch eine Gemeinschaft sind. Wenn ihr zusammenkommt, da hat man immer das Gefühl, dass in der Kirche vielleicht doch noch Leben drin ist. Leider, wenn man hier von so einem Katholikentag wieder nach Hause fährt, fällt man wieder in ein Loch, weil zu Hause dann eben Probleme sind und es nicht so gut läuft. Wohlfühlen, Ort einfach, wo man Bekannte trifft, Freunde trifft, neue Informationen und Input auch bekommt, Austausch. Also mir gefällt es wahnsinnig gut. Ich finde es auch schön, dass es einfach auch ein bisschen verteilt ist im Stadtgebiet, dass man ein bisschen sich informieren kann. Klar, man trifft natürlich auch viele Leute aus dem ganzen Bundesgebiet, die man halt selber auch kennt, egal aus welchem Bereich. Und die man einfach ja die letzten Jahre seit dem letzten Katholikentag auch nicht mehr gesehen haben. Mit einer App konnte man sich sein Programm individuell zusammenstellen. Doch selbst Medienaffine hatten damit zu kämpfen, ihre Ziele zu finden und auf den großflächig verteilten Arealen rechtzeitig zu erreichen. Denk- und Sprechverbote gab es nicht. An diesem Stand wurde für den Frauendiakonat geworben. Und bei Podiumsdiskussionen mit prominenter Besetzung wurde die schmerzliche Frage gestellt, wer denn noch die Kirche brauche. Ob sie infolge der Skandale und innerkirchlichen Diskussionen ihren spirituellen Auftrag verloren habe. Ein Marktplatz, der in geballter Vielfalt aber auch zeigte, dass der Glaube lebt. Ein Sehen und Gesehenwerden im besten Sinne. Leben teilen war das Motto, das einen recht universellen Interpretationsspielraum bot. Für Bischof Bertram Mayer, der auch mit seinen Spezialgebieten Ökumene und Weltkirche beim Katholikentag im Einsatz war, gehört der interreligiöse Dialog dazu. Er sieht in dieser Veranstaltung eine Chance für Laien, Katholiken und Amtskirche. Wenn es uns gelingt, durch den Katholikentag uns nicht weiter zu zerstreiten, oder nur uns auf zwei, drei Themen zu fokussieren, Missbrauch, synodaler Weg, Kirchenreform. Wenn es uns gelingt, das weit und breit zu machen, dann glaube ich, ist das eine schöne Plattform dafür, um zu erkennen, was Katholizismus heißt. Nämlich nicht Monokultur des Römischen, sondern global präsent und stark vor Ort zu sein. Es war ein lebendiges, buntes Glaubensfestival, das nicht über den Mitgliederschwund und die Nöte hinweggehen wollte, aber doch vielen wieder neuen Mut und manche sehr müde machte. 600 Jahre St. Salvator in Nördlingen. Das wird in diesem Jahr groß gefeiert. Es ist ein Rückblick auf eine sehr, sehr wechselvolle Geschichte, die ihren Anfang im Jahr 1422 nahm. 1422, da war Amerika noch ein unbekannter Kontinent und Europa befand sich mitten im Hundertjährigen Krieg. In Nördlingen wurde die Klosterkirche zu Ehren Jesu Christi eingeweiht. Die Pfarrei St. Salvator feiert in diesem Jahr ihr Jubiläum und hat sich dazu einiges ausgedacht. Dazu gehörte auch der erste Nördlinger Stadtmauerumgang.
St. Salvator, im Mittelalter Ziel vieler Wallfahrer, verdankt seine Gründung einem Hostienwunder im Jahr 1381. Diese Geschichte wird in einem großen Bild erzählt. Das ist lange her und seitdem war die Kirche, die heute so fein rausgeputzt dasteht, mal evangelisch, mal katholisch. Mal wurde sie als Soldatenquartier, Pulver- oder Heumagazin benutzt, bis sie völlig verwahrlost war. Und heute, nach immerhin 600 Jahren, strahlt sie wieder, was sicher auch den wunderbaren Fenstern von Johannes Schreiter zu verdanken ist. Darüber hinaus natürlich unser Hochaltar, der stammt aus dem Jahre ca. 1502, stammt aus Fürth, wurde damals von einer Fürther Familie gespendet für die Marieliskirche in Fürth und wurde aber dann 1820 ungefähr auf dem Kunsthandwerkermarkt vertrieben und wurde damals dann von der katholischen Gemeinde Salvator aufgekauft. Doris Ritter und Peter Bühlmeier besprechen an diesem Tag noch die letzten Vorbereitungen für den ersten Stadtmauerumgang. An den 5 Nördlinger Stadttoren sind Andachten geplant. Aus Augsburg hat sich Weihbischof Florian Wörner angesagt. Einer von vielen Programmpunkten in dieser lebendigen Pfarrei. Wir sind vor allen Dingen auch offen nach außen hin. Also ich glaube, wir öffnen auch die Tore im wahrsten Sinne des Wortes, dass also viele zu uns reinkommen können. Wir haben Kirchenkonzerte, zum Beispiel war die Knabenkapelle da, lauter junge Musiker, die teilweise hier getauft, Kommunion hatten, gefirmt wurden. Wir haben Kinderführung, werden wir im Sommer anbieten, damit also auch Zusammenarbeit mit dem Ferienprogramm, dass die Kinder sich einfach auch mal anschauen können. Die Kanzel, den Ambo, vielleicht auch auf die Orgel raufgehen, also damit wir die Kinder hier reinführen. Und was schon die ganze Zeit unabhängig von den 600 Jahren angeboten wird, ist parallel zum Sonntagsgottesdienst die Kinderkirche. Und die wird sehr gut angenommen. Also die Kinder gehen raus und kommen dann wieder. Und das ist einfach eine tolle Sache, weil ich glaube, die Zukunft liegt daran, dass wir die Kinder hierher kriegen. Dann ging es los zum ersten Nördlinger Stadtmauerumgang. Eine Premiere für die Pfarrei. Noch hielt das Wetter und mit frohen Erwartungen gingen die Teilnehmenden los. 2,7 Kilometer im Gebet mit Gesang und Fürbitten. Immer entlang der Stadtmauer. Eine ganz neue Erfahrung. Und ein weiteres Zeichen für die große Offenheit der Pfarrei, die sich ins Stadtleben einbringt, die den Glauben mitten im Alltag der Stadt lebt. Und dann kam doch, wie angesagt, aber nicht erwünscht, der Regen. Der Zug der Gläubigen wich auf die größtenteils überdachte Stadtmauer aus, so dass der Zug ein wenig stockte und damit auch der Zeitplan. Aber Pfarrer Benjamin Beck nahm's gelassen. Ein besonderer Stadtmauergang, wir hätten es uns anders gewünscht, aber vielleicht gehört das auch zum Bitten dazu, dass es einen etwas kostet, dass man ja auch da manches auszuhalten hat und dann wird es gut werden. Wir sind jetzt alle in die Kirche hineingekommen, wir freuen uns auf einen schönen Gottesdienst mit unserem Weihbischof und ja, Regen bringt Glück, also so hat St. Salvator in den nächsten 600 Jahren eine gute Zukunft. St. Salvator war tatsächlich das willkommene, trockene Dach über dem Kopf und die Messe mit Weihbischof Florian Wörner ein guter Abschluss des ersten Nördlinger Stadtmauerumgangs. Was in dieser Woche sonst noch wichtig war, das sehen Sie jetzt. Hier sind unsere Kurznachrichten. Das Bild der Maria-Knotenlöserin, das im Original in der Kirche St. Peter am Perlach hängt, hat diese Woche aufs Neue die ganz besondere Wertschätzung von Papst Franziskus erfahren. Die große Wertschätzung, die Papst Franziskus dem Gnadenbild der Maria Knotenlöserin entgegenbringt, ist weithin bekannt. Der Papst hatte sogar extra für das Bild eine Krone anfertigen lassen, die er dem Augsburger Bischof Bertram Mayer bei dessen Besuch in Rom im vergangenen Jahr überreicht hatte. Im Rahmen einer Andacht wurde diese päpstliche Krone nun am Bild angebracht. Es ist natürlich eine enge Verbindung Augsburg zum Papst ohnehin da, aber der Papst hat ja das Motiv der Knotenlöserin, obwohl er jetzt nie in Augsburg selber war, aber er kannte das Motiv von der Mutter Gottes, die Knoten löst, die Probleme auch auflösen kann. Das hat er unter Studierenden, vor allem unter jungen Leuten, aber dann auch unter Erwachsenen in Buenos Aires verbreitet. Und dieses Motiv ist durch Kardinal Bergoglio eigentlich in ganz Lateinamerika mittlerweile sehr frequentiert und sehr beliebt. Das Bild der Maria Knotenlöserin ist eine außergewöhnliche Mariendarstellung, die insbesondere durch die Verbundenheit von Papst Franziskus mit dem Gemälde inzwischen weltweit bekannt ist. Die Darstellung zeigt die Mutter Gottes, wie sie die verwickelten Knoten in einem langen Band löst und zugleich mit einem Fuß den Kopf der Schlange zertritt.
Wegen der Corona-Pandemie war St. Peter am Perlach lange geschlossen. Ab Montag, den 13. Juni, wird die Kirche auch tagsüber wieder geöffnet sein. Alle Gottesdienstbeauftragten sind am Samstag, den 25. Juni, zu einem Begegnungstag mit Bischof Bertram Mayer eingeladen, der von 9 bis 16.30 Uhr im Kolpinghaus in Augsburg stattfindet. Zahlreiche Workshops bieten neues Wissen und kreative Ideen für Theorie und Praxis. Gottesdienstbeauftragte ermöglichen ein vielfältiges gottesdienstliches Leben. So bleiben die Pfarrgemeinden lebendig und die Kirche wird im Ort sichtbar, schreibt die Hauptabteilung Seelsorge, die den Begegnungstag veranstaltet. Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Kommenden Pfingstsonntag wird in Maria Vesperbild bei Ziemetshausen Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart ein Pontifikalamt feiern. Anschließend ziehen die Gläubigen zusammen mit dem Weihbischof und Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichert in einer Lichterprozession über den Schlossberg zur Mariengrotte. Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr. Einen ausführlichen Bericht sehen Sie bei uns. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit einem Bericht über Biodiversität und warum sie auch ein Thema für unsere Friedhöfe sein kann. Außerdem bei uns im Interview Thomas Schwarz, der Chef von Renovabis, dem Osteuropa-Hilfswerk der katholischen Kirche. Bei jedem Wetter draußen sitzen? Das Fenster auch im Sommer offen lassen? Abwechslung im Wohnraum? Nur durch Liebe zum Detail entsteht das ganz Besondere. Hartig aus Mauerstädten und Kempten. Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungen. Betten Segger, Ihr Fachgeschäft für alles rund ums Bett. Daunenbetten fertigen wir für Sie in unserer eigenen Werkstatt. Persönliche Beratung für Schlafsysteme und Matratzen. So finden wir auch Ihr Bett. Betten Segger, Ihr Spezialist für rückenfreundliches Sitzen und Schlafen. Solarparks liefern nachhaltige Energie im Einklang mit der Natur. Wir suchen landwirtschaftliche Flächen ab 3 Hektar für neue Solarparks im Allgäu. Vertrauen Sie Ihrem regionalen Ansprechpartner für Solarenergie. Mehr Infos unter greenovative.de. Das wohl beste Eis des Allgäus. Nach eigenen Familienrezepten. Produziert aus frischer Allgäuer Bio-Heumilch. Denn Qualität schmeckt man. Eisspezialitäten, die auf der Zunge zergehen. Von der Allgäuer Eismanufaktur in Isny. Ich will nur noch zum Jet, Michel. Zum Tanken und auf einen kleinen Snack. Krieg ich ein Eis? Okay. Und ein Heft? Na gut, es gibt viele Gründe, beim Jet, Michel zu halten. Jet Allgäublick, direkt an der B19. Mit Kaiser auf der Sonnenseite des Lebens. Sonnen- und Wetterschutz in modernem Design und mit innovativsten Techniken. Markisen, Pergolamarkisen, Glasdächer, Lamellendächer und Wintergartenbeschattungen. Wir begleiten Sie gerne, von der Beratung über das Aufmaß bis hin zur kompletten Montage. Kaiser, Ihr Experte für Sonnen-, Wetter-, Sicht- und Insektenschutz. Hosp, Ihr Weinhandel im Allgäu. Der Spezialist für Wein, Sekt und Spirituosen. Jetzt neu in Kempten, Ludwigstraße 32. Für jeden Geschmack das Passende. Hosp Weinhalle. Um konkrete Hilfe vor Ort geht es dem Osteuropa-Hilfswerk Renovabis, das jetzt wieder mit seiner Pfingstkollekte um Spenden bittet. Seit der Gründung 1993 hat das Hilfswerk der deutschen Katholiken für die Länder des ehemaligen Ostblocks Tausende von Projekten umgesetzt. Durch den Krieg in der Ukraine mussten viele langfristige Projekte erstmal eingestellt und kurzfristig andere Hilfe organisiert werden. Zum Beispiel waren ganz schnell mobile Küchen für die Flüchtlinge auf ihren Wegen organisiert worden. Wir haben mit dem Hauptgeschäftsführer von Renovabis, Thomas Schwarz, über die Lage vor Ort gesprochen. Herr Professor Schwarz, inzwischen gibt es ja ganz neue Projekte von Renovabis. Sie haben zum Beispiel jetzt Schutzräume und Luftschutzkeller ausgerüstet. Was können Sie uns noch erzählen? Was macht Renovabis jetzt ganz aktuell in der Ukraine? Davon mal abgesehen, dass wir immer noch humanitäre Hilfen geben, haben wir manchmal auch ganz schlimme Projekte, wenn man das so sagen möchte, unterstützen müssen. Ich habe unlängst gerade 12.000 Euro freigegeben, um Leichensäcke anzuschaffen, weil eben die Opfer dieses Krieges natürlich auch irgendwo würdig am Schluss dann auch nochmal beigesetzt werden müssen. Gott sei Dank haben wir nicht nur solche schrecklichen Sachen, die einen dann eigentlich fast nicht mehr schlafen lassen, sondern wir haben auch Projekte, in denen wir tatsächlich Studenten helfen können,
vor Ort weiter zu bleiben und dort in WIF beispielsweise zu studieren, indem wir dort also Stipendien ausrufen. Und das ist etwas Schönes, weil wir den Menschen damit die Botschaft geben, wir glauben an eure Zukunft bei euch daheim. Ist denn Hilfe im Osten oder im Süden des Landes jetzt noch möglich? Im Süden und im Osten, dort also, wo die russischen Streitkräfte die Gebiete besetzt haben, ist im Moment keine Hilfe möglich. Wir kommen da auch nicht rein und man kommt auch ganz schwer raus. Und von daher versuchen wir denen, die doch noch flüchten können, natürlich zu helfen mit unseren Partnern der Caritas, sowohl der römisch-katholischen als auch der griechisch-katholischen Caritas und eben auch in den Ländern, die jetzt an den Grenzen der Ukraine langsam beginnen, tatsächlich auch mehr als nur humanitär den Flüchtlingen zu helfen. Das heißt also auch mal Schulprojekte zu starten, Ausbildungsprojekte, erste Ausbildungsprojekte dann auch zu entwickeln, dort dann auch konkret zu helfen. Damit Renovabis jetzt helfen kann, sind natürlich Spenden notwendig, ganz dringend erwünscht. Wie stellen Sie sicher, dass Sach- oder Geldspenden ankommen in diesen Kriegswirren? Das ist sicherlich jetzt noch viel schwieriger, als es ja sowieso schon immer ist. Man muss ja immer schauen, dass die Gelder ankommen. Also die Caritas kümmert sich mehr um Sachspenden. Renovabis macht das nicht. Wir sind also eigentlich eine, ich will es mal etwas kokett sagen, Geldverteilungsorganisation. Wir sind also angewiesen auf Geldspenden. Und dadurch, dass wir ja immer nur mit Partnern vor Ort arbeiten, können wir sicherstellen, dass die Gelder dort auch bei den Projekten, die die Partner bei uns anmelden, auch wirklich ankommen. Also da wird nicht einfach pauschalisiert, sondern da gibt es ein konkretes Projekt mit konkreten Hinweisen, wofür wird was benutzt und verwendet. Und das hilft uns dann sicherzustellen, dass die Gelder, die wir dann überweisen und die Überweisung gehen in die Ukraine problemfrei, auch wirklich ankommen. Die Renovabis Pfingstaktion steht in diesem Jahr ja unter dem Leitwort, dem glaube ich gern, was Ost und West verbinden kann. Das Leitwort ist ja schon im vergangenen Jahr ausgedacht worden, da war noch kein Krieg. Passt es jetzt immer noch oder passt es erst recht? Also wir haben uns selber lange überlegt, ob es tatsächlich passt, eine solche Thematik, die ja der Glaubensweitergabe gewidmet gewesen ist, tatsächlich in einer solchen Kriegssituation dann auch, ob das angemessen ist. Aber was ist eigentlich besser im Verbindenden zwischen Ost und West als zu beten und zu helfen? Und das kann Ost und West auch in Zukunft verbinden. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das war kurz nach Kriegsbeginn, da habe ich Sie gefragt, ob Sie jetzt einen Frieden für möglich halten. Jetzt würde ich Sie gern heute fragen, nach so vielen Wochen Krieg, halten Sie einen baldigen Frieden für möglich oder denken Sie schon oder richtet sich Renovabis darauf ein, eigentlich mit den Projekten, die Sie jetzt dann machen, im Krieg langfristig in Kriegszeiten zu helfen? Also wir richten uns noch nicht auf einen baldigen Frieden ein, denn das zu entscheiden, obliegt letztlich den Menschen in der Ukraine und der ukrainischen Regierung. Und ich glaube, dass die Ukraine gute Chancen hat, auch ihr besetztes und erobertes oder von ihr weg erobertes Gebiet wieder zu einem Großteil zurückzubekommen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir arbeiten jetzt schon an neuen Projekten, die wir bislang zurückgestellt haben, die wir aber im Blick beispielsweise auf die Aufarbeitung von Traumatisierungen bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Menschen, die direkt an der Front gewesen sind, dann mit unseren Partnern vor Ort entwickeln. Herr Professor Schwarz, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch heute. Danke und wieder aufs nächste Mal freue ich mich auch schon. 3/4 aller Tierarten in Bayern sind Insekten. Und die sind unverzichtbar für den Kreislauf des Lebens. Nur leider haben Insekten, vor allem in den Städten, immer weniger Platz zum Leben oder Nahrung zum Überleben. An dem Punkt hat jetzt die Abteilung Kirche und Umwelt gemeinsam mit dem Augsburger Hermannfriedhof angesetzt. Herausgekommen sind Grabpatenschaften. Was dahinter steckt, zeigen wir Ihnen in einem neuen Teil unserer Reihe Mission Schöpfung.
blühend soll es, am liebsten richtig bunt. Darin sind sich die Mädels des Maria-Barth-Gymnasiums einig. Und so planen sie fleißig die Gestaltung ihres Grabes. Sie sind jetzt Grabpaten für ein leerstehendes Feld auf dem Augsburger Hermannfriedhof. Ich mache den Plan für die Blumen, wie wir die anordnen. Und wichtig ist, dass es bunt ist. Und weil Bienen gelb anzieht, machen wir auch viel Geld rein. Wir machen dann auch solche Steine und wir wollten halt auch noch, dass irgendwo steht, wer es gemacht hat. Wir wollen das Grab auch naturgut quasi gestalten und deswegen wollen wir hier Insektenhäuser bauen, damit man dann quasi die Insekten sich da einnisten können. Entstanden ist das Projekt im Wahlfach Outdoor. 1,5 Stunden in der Woche, in denen Biodiversität, also die Artenvielfalt auf Friedhöfen im Fokus steht. Einen großen Schritt weiter sind die Schülerinnen der Augsburger St. Ursula Realschule. Schon seit einigen Monaten pflegen sie diese Grabfläche direkt an der alten Mauer. Immer wieder führt sie der Bio-Unterricht auf den Friedhof. Ein Gespür für die heimische Natur und ihre Bewohner. Das bekommt man doch am besten draußen und nicht im Klassenzimmer. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen merken, dass man aus einer Fläche, die völlig ungenutzt ist, die brach da liegt, es heißt nur noch so klein, dass man eine Blühfläche erstellen kann. Innerhalb von einem Schuljahr kann man eine Insektenfläche für ein ganzes Jahr errichten und dann muss man sich auch gar nicht mehr groß drum kümmern. Und viele Mädchen bei mir haben einfach auch Angst vor der Natur. Die haben Angst, wenn da eine Ameise rauskrabbelt, die haben Angst, wenn eine Assel irgendwo unter einem Holz ist. Und diese Angst will ich ihnen nehmen, dass man mit der Natur den Umgang hat. Und so harken die 6-Klässlerinnen, jäten Unkraut und lernen gleichzeitig, wie wichtig die biologische Vielfalt für die Zukunft des Planeten ist. Schon lange ist bekannt, dass auch Friedhöfe wertvoller Lebensraum sein können, wenn man sie denn lässt. Und so arbeiten der katholische Hermannfriedhof und die Abteilung Kirche und Umwelt im Bistum eng zusammen, entwickeln immer neue Ideen. Kein einfacher Spagat, aber ein zukunftsweisender. Unsere Hauptaufgabe ist die Durchführung von einer würdigen Beerdigung und ich denke auch die Berücksichtigung der Belange der Grabrechtsbesitzer und auch der Besucher. Aber ich glaube, als eine der letzten Lungen hier in der Innenstadt, wo um uns herum alles verbaut wird, haben wir auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Natur. Und so gedeiht überall dort, wo der Mensch seine Ordnungsliebe etwas zügelt, Leben. Auf Grabanlagen beispielsweise, wo insektenfreundlich angepflanzt wird. Aber auch in scheinbar toten Bäumen, die nun Nist- und Futterstelle sind. Eine Idee, die auch die Ursula-Schülerinnen übernommen haben. Ein Stück totes Holz soll zum Lebensraum werden, nicht nur für Ameisen. Als Nahrung dienen in Zukunft die vielen Blumen, die nun erst einmal gesät werden müssen. Jede Gruppe bekommt eine Aufgabe. Denn es geht nicht nur ums Tun, sondern vor allem auch ums Verstehen. Wir tun hier Sachen einpflanzen und alles grüner gestalten, damit die Gräber halt nicht so leer und traurig aussehen. Zuerst mussten wir das Unkraut rauszupfen und da war es wichtig, dass wir die mit der Wurzel rausmachen, weil das sonst immer mehr wächst. Und dass halt hinten die hohen Pflanzen sind und vorne die niedrigen, dass man die niedrigen halt sieht und nicht die vorderen, die verdecken. Wir machen halt das, weil es uns einfach viel, viel Spaß macht und weil wir aber halt was für die Bienen und für die Natur machen wollen. Die Grabpatinnen haben sich für heimische Pflanzen entschieden, damit sie auch den heimischen Insekten als Nahrung dienen können. Und wenn am Ende des Sommers aus jedem noch so kleinen Samen eine Blume entstanden ist, dann werden wohl nicht mehr nur die 6-Klässlerinnen auf einem Friedhof für Lebendigkeit sorgen. So, das war's von uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zusehen und für Ihr Interesse und wünsche Ihnen natürlich einen wunderschönen Abend und eine gute Woche. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Sonntag wieder. Tschüss.